Ortung des Flugverkehrs ist heute von jedem Ort aus möglich, sogar in äußerst ländlichen Regionen. Dem Internet sei Dank legal und ganz einfach. Online gehen, das virtuelle Radar aufrufen und nachsehen, welches Flugzeug da gerade über unsere Köpfe hinwegfliegt. Zur Freude von Flugzeugfans auf der ganzen Welt ist diese Technologie bereits frei über das Internet zugänglich. Zukünftig soll das Tool zur Verbesserung von Sicherheit, Effizienz und Umweltverträglichkeit des Flugverkehrs beitragen. Der Automatic Dependent Surveillance Broadcast, kurz ADS-B, funktioniert folgendermaßen. Auf ihrem Weg von A nach B senden Flugzeuge fortwährend Signale, die Angaben zu ihrer Identität und Position enthalten. Die Informationen können von der Flugüberwachung am Boden oder von jedem anderen Flugzeug am Himmel gebündelt empfangen werden. Auf dem Bildschirm entsteht so ein ständig aktualisiertes Bild der Verkehrssituation, ein virtuelles Radar. Forschungspartner in den USA und Europa haben den ADS-B auf den Weg gebracht. Der europäische Flugzeugbauer Airbus erprobt nun die Anwendung der Technologie. Wir sind hier am Hauptsitz von Airbus im französischen Toulouse und wollen sehen, wie Piloten mit dem virtuellen Radar arbeiten. Testpilot Philippe Pellerin nimmt uns mit in den Airbus 340 Flugsimulator, ebenfalls an Bord der ADS-B. Nous sommes actuellement au niveau 360, donc 36.000 pieds. Wir sind gerade auf einer Höhe von 36.000 Fuß auf dem Flug nach Norden in Richtung Nizza. Die bisher gängige Ausstattung des Cockpits gibt uns folgende Informationen. Gerade befinden sich 4 andere Flugzeuge in unserem Umfeld, 2 auf unserer Reisehöhe, 1 über und 1 unter uns. Der ADS-B wird diese Informationen ergänzen. Auf dem Bildschirm erscheinen alle in der Region am Flugverkehr beteiligten Objekte unter Angabe von Grundgeschwindigkeit, Flugrichtung und Identifikationsnummer. Dank dieser Informationen werden Flugzeuge in Zukunft viel dichter nacheinander landen können und wir können die Auslastung der Flughäfen optimieren. Der ADS-B wird den Flugverkehr vor allem dort effizienter gestalten, wo bisher keine dauerhafte Radarüberwachung zum Einsatz kam. So zum Beispiel auf den gut ausgelasteten transatlantischen Flugrouten zwischen Europa und den USA. 006. Die herkömmliche Radarüberwachung zu beiden Seiten des Atlantiks reicht nur wenige Kilometer über die Küstenlinien hinaus. Daher müssen sich die Piloten auf diesen Strecken bisher auf die Einhaltung von zugewiesenen Routen und Flughöhen verlassen. Flugzeuge müssen aus Sicherheitsgründen mindestens 80 nautische Meilen, rund 148 Kilometer Längenabstand zueinander einhalten. Gerade weil sich die transatlantischen Strecken der Radarüberwachung entziehen, wird für diese Routen besonders sorgfältig geplant. Im schottischen Prestwick legt eine Gruppe von Experten jeden Tag diese Autobahnen der Lüfte fest. Der transatlantische Flugverkehr wird in diesem 2009 eingeweihten Kontrollraum koordiniert. Er ist der größte in ganz Europa und ebenfalls für den zivilen und militärischen Flugverkehr über dem Norden Großbritanniens zuständig. Je nach Wetter- und Verkehrsaufkommen berechnen die Experten in Prestwick die Routen über dem Atlantik täglich neu. What we do is we ask the operators to send us their. Wir bitten die Fluglinien, uns ihre Wünsche zu schicken, ganz ohne Einschränkung. Abends bekommen wir dann die Routenanfragen zur Bearbeitung. Wir finden heraus, ob wir diesen Anfragen entsprechen können. Wir berücksichtigen die aktuellen Wetterbedingungen, geplante Militäraktionen, sprechen uns mit Kollegen aus anderen Kontrollzentren ab, ziehen eventuell auch technische Einschränkungen in Betracht. Anschließend sehen wir, ob wir den Bedürfnissen der Fluglinien nachkommen können. Look at what the operators want and build up a set of tracks that best meets their needs. Wer auf einem Flug über den Atlantik aus dem Fenster schaut, den überkommt ein Gefühl von Einsamkeit. Nichts als Wolken, Sonne und blauer Himmel, kein anderes Flugzeug in Sicht. Doch der Schein trügt, der Luftraum ist ziemlich voll.
Da könnte ein Flugzeug 1000 Fuß unter und 1000 über dir fliegen, 1,60 Meilen zur rechten und 1,60 zur linken, 1,80 Meilen vor und 1,80 hinter dir. An manchen Tagen kann das vorkommen. Unterdessen erscheinen die von Jims Kollegen ermittelten Flugrouten des Tages auf dem Computerbildschirm. Die Routen sind jetzt festgelegt. Wir speisen sie ins System ein und so werden sie dann für den Controller vom Dienst dargestellt. Mit unseren Informationen und anhand des Flugplans kann der Controller das Flugzeug besser leiten. Für seine Arbeit ist die Festlegung der Routen eine große Erleichterung. Der ADS-B wird die Planung der Atlantikrouten noch effizienter machen. Vor allem mittels der ITP, der In-Trail Procedure. Diese Technologie erlaubt der Crew im Cockpit die Ortung anderer im Luftraum befindlicher Flugzeuge. Anhand dieser Informationen können sie ihre Reisehöhe flexibler wechseln und damit Treibstoff sparen. Hier habe ich ein Flugzeug vor und eines hinter mir, beide 1000 Fuß über meiner Reisehöhe. Ich würde nun gerne über sie steigen. Mit der aktuellen Standardausrüstung darf ich das nicht, weil dann im Vorüberfliegen zeitweise weniger als 10 Minuten Flugzeit zwischen mir und den anderen Flugobjekten läge. Unter Einsatz der In-Trail Procedure könnte ich dem Controller am Boden darauf hinweisen, dass meine Flugsituation ein zügiges und damit gefahrloses Passieren des fremden Flugraums über mir erlaubt. Nach der Freigabe könnte ich steigen, ohne den bisher vorgeschriebenen Längenabstand von 80 Meilen einhalten zu müssen. Der Sicherheitsabstand läge dann bei 25 bis 30 Meilen. Kapitän Perrin landet den Simulator sicher auf dem virtuellen Flughafen von Nizza. Das virtuelle Radar ADS-B hätte auf diesem Flug möglicherweise den Treibstoffverbrauch erheblich verringern können. Die Anwendung des ADS-B in der kommerziellen Luftfahrt und damit die Bestimmbarkeit einer optimalen Reisehöhe könnte auf einem Transatlantikflug bis zu eine Tonne Treibstoff einsparen. Für die Zukunft erwarten wir eine Weiterentwicklung dieses Radars und möglicherweise dessen Anwendung in anderen Regionen mit dichtem Flugverkehr, so beispielsweise im Luftraum rund um größere Flughäfen. Nach der Erprobungsphase starten die ersten mit dem ADS-B ausgerüsteten kommerziellen Flüge in diesem Sommer. Es ist ein Schritt auf dem Weg zu einer effizienteren Gestaltung des Flugverkehrs. Er soll nicht zuletzt der Umwelt zugutekommen.